Hallo zusammen, das heutige Gericht heißt Leberkäse Wellington, also unbedingt dranbleiben. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen unser heutiges Video zunächst einfach mal mit einem schönen, frischen, hellen. Dann benötigen wir Leberkäse. Ich habe ja schon diesen Back- und Snack-Leberkäse beim bayerischen Döner vorgestellt und da hier gibt es auch noch eine Pizza-Version zu. Und die hauen wir heute auf den Gasgrill. 160 Grad, circa 30 Minuten und dann sieht dieser Leberkäse so aus. Es hat mich wirklich 10 Minuten gebraucht, bis ich den gestürzt habe. Also die coolen Tricks beim letzten Mal, muss ich sagen, das funktioniert alles so semi. Wenn man da keine Geduld für hat, muss man den einfach so aus dem Glas pulen. Den schneiden wir dann in 2 oder 3 Stücke, je nachdem wie hoch am Ende unser Wellington-Törtchen sein soll. Dann benötigen wir Blätterteig. Den stechen wir mit so einer Burgerform aus. Den unteren Teil, den belasse ich genau bei dieser Größe und die Teile, die am Ende oben drauf kommen, die plattiere ich noch kurz einmal mit einem Nudelholz. Jetzt befüllen wir den unteren Teil, dann bestreichen wir die Mitte des unteren Blätterteigstückes mit etwas süßem Senf, ein paar Röstzwiebeln und kleinen gewürfelten Gürkchen. Geben dann unser Stück von unserem Leberkäse oben drauf. Bepinseln die Schnittflächen mit Eigelb und geben dann die etwas dünnere Variante des Blätterteiges oben drüber. Wie man schon merkt, ich war ein bisschen zu hoch. Ich habe das dann einmal korrigiert und noch ein bisschen mehr davon abgeschnitten und so passt es perfekt. Damit das Ganze zu bleibt, nehme ich gerne eine Gabel und drücke diese beiden Blätterteigschichten ineinander. Das funktioniert mit dem Eigelb als Kleber in der Mitte dann hervorragend. Und das Ergebnis ist richtig schön. Jetzt bestreichen wir das Ganze obenrum auch noch einmal mit Eigelb. Wer möchte, kann noch etwas Sesam oben drauf geben oder ein anderes Topping, ist aber kein Muss. Und jetzt wiederhole ich das Ganze mit dem zweiten Wellington-Törtchen. Also, wie gesagt, süßer Senf, Röstzwiebeln, Gürkchen, Blätterteig und schließen. Für den Fall, dass euch so außergewöhnliche Rezepte interessieren, darf ich noch mein zweites Buch ans Herz legen, Barbecue the American Way. Gibt es aktuell noch, neigt sich allerdings so langsam wirklich dem Ende zu. Wer möchte, kann das einmal in der Videobeschreibung checken und sich dort dementsprechend mit eindecken. Ist vielleicht auch noch ein schönes Geschenk für den Fall, dass ihr jemanden kennt, der schon alles hat und der gerne grillt. Da sind solche Sachen immer ja sehr willkommen. In der Videobeschreibung befindet sich im Übrigen auch die komplette Liste von Zutaten, also für den Fall, dass ihr das nochmal nachgrillen wollt und ihr braucht einmal die genauen Mengenangaben für alles, was da hier drin vorkommt und auch den Link zu dem Leberkäse, den kann ich auch unten reinmachen. Das ist jetzt keine Werbung, von der ich irgendetwas habe, aber ich finde dieses Produkt einfach richtig, richtig cool und damit kann man gute Sachen am Grill machen, auch mal spontan. Werde ich auf jeden Fall auch unten verlinken. Nachdem wir dann auch diesen Teil des Blätterteiges komplett verschlossen haben, lackieren wir diesen auch noch einmal komplett rundherum mit dem Eigelb und danach muss das Ganze auf den Grill oder in den Ofen. Ich würde sagen 200 Grad Deckelthermometer oder Ofentemperatur und so circa 25 Minuten Garzeit sollten ausreichen, damit man mit diesem Ergebnis zum Schneidebrett zurückkehren kann. Und natürlich schneiden wir jetzt einmal auf und schauen, wie es aussieht. Also der Blätterteig ist hervorragend aufgegangen und für mich ist diese Kombination von Leberkäse, gerne auch mit diesem Pizzageschmack, mit Röstzwiebeln, mit süßem Senf und mit Gürkchen, das ist einfach unschlagbar. Dazu so ein richtig schönes, frisches Bier und der Tag ist mein Freund oder der Abend vielmehr. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, ihr wisst das, wäre es cool, wenn ihr es noch nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr. Und ich habe noch ein paar witzige und kreative Rezepte am Start. Das verspreche ich euch. Probiert's mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.